So Leute, ihr wisst ja, ich habe eine kleine Pause nach meinem langen Morgenstream gemacht. Und was ist? Ich gucke kurz in Fortnite bzw. in Twitter rum und schwupp, einmal bin ich nicht da und schon kommt der erste Teaser zu Season 6 raus. Ich gucke mir jetzt an, weil ich denke mal, er wird jetzt direkt kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ton an habe oder aus. Werden wir dann sehen, wenn wir reingehen. Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken an alle, die heute von YouTube aus dabei waren, was die Custom Games betrifft. Erstmal Grüße gehen ja wirklich an jeden Einzelnen raus. Wir waren heute konstant so um die 20 Zuschauer. Also wirklich vielen, vielen Dank für den Support. Natürlich auch für alle die meinen Creator-Code eintragen etc. pp. Also, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe noch nicht gesehen, halt nur ein Bild gesehen, mehr nicht. Ich wollte halt wirklich mit euch zusammen quasi sehen. Jetzt ist nur die Frage, geht er direkt an oder muss ich drauf gehen? Achtung. Na, nee, ich muss mir so angucken. Hier oben das Bild habe ich nämlich nur gesehen. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze natürlich wie immer gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Ich bin kurz davor, die 4000 Abonnenten voll zu machen. Also, es wird Zeit. In dem Sinne, geben wir. Warte, ich muss gucken. Ton. Ich habe keinen Ton an. Ich habe nämlich extra wegen Copyright und hast du nicht gesehen, muss ich mich hier wirklich gefühlt gegen alles absichern. Zack, das an, das an, das an. Ja, jetzt hat sich natürlich wieder mein Bild verkleinert. Man kennt es. Anwenden. Zack. So, jetzt gehen wir aber rein. Wo ist es? Und Abfahrt. Realitätslog. Winkematz. Wieso sollte ich diese Logs aufnehmen, wenn sie sowieso nicht zuhören? Wir haben die Kontrolle über den Nullpunkt verloren. Wissen Sie, was das heißt? Offenbar nicht, denn Sie unternehmen nichts. Ich habe immer dem Orden gedient. Ihm alles gegeben. Und wofür? Um einfach zuzusehen, wie die Realität endet? Dafür stehen wir nicht. Oder zumindest ich nicht. Nicht mehr. Okay. Das kann lustig werden. Aber ist das hier nicht genau das Bild, bevor wir in Season 2 rein sind? Ich meine ja. Jetzt sag nicht, wir kriegen echt, wie Schleuderaffe gesagt hat, eventuell doch einen Teil der alten Map zurück. Ich kann mir fast vorstellen, dass das Ding halt einfach explodiert. Und wir in Anführungszeichen wieder ein Stück zurückspringen und pass auf, was ich euch sag, wir springen nicht ganz zurück, sondern nur halb. Und irgendwie dreht sich das Ganze, weil wisst ihr, wie ich meine, dass wir immer so ein Viertel von der ersten Map bekommen. Das wäre so eine Idee, die ich so ganz dunkel im Kopf habe. Aber ganz ehrlich, wirklich viel können wir jetzt nicht daraus schließen. Einige Bilder sind uns natürlich bekannt, aber da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Klar, manche sagen jetzt, Fortnite ist immer so kacke geworden. Bin ich voll bei euch. Es wird nie wieder so sein wie früher. Aber, sind wir ehrlich, wir kriegen Fortnite ständig Content, der uns nichts kostet. Das ist immer das, was die Leute vergessen. Das Spiel kostet euch nichts. Ihr kriegt kostenlos ein Game zur Verfügung gestellt, wo eigentlich die Surfer, lass mich lügen, zu 99,998% funktionieren. Auch nicht jedes Spiel, vor allem nicht kostenlos. Und dann noch in der Grafik und den Möglichkeiten und hast du nicht gesehen. Also manchmal müsst ihr auch dran denken, das Spiel ist immer noch komplett kostenlos. Es kostet euch gar nichts. Wenn ihr Geld in das Spiel einsetzt, ist euer Bier. Aber Fortnite ist immer noch ein komplett kostenloses Spiel. So, das war es jetzt eigentlich. Zudem ist zwar jetzt nicht viele Infos, ist halt immer so alles ein bisschen verschleiert. Wir werden halt sehen, wo das Ganze hinführt. Denkt dran, am Dienstag geht's los. Wenn ihr die Aufgaben noch nicht gemacht habt, guckt gerne auf meinem Kanal vorbei. Extra in den Aufgaben, lass mich lügen, in der Aufgaben-Playlist sind eigentlich alle Aufgaben drin von dieser Woche und der letzten Woche. Weil ich hatte eine kleine Fortnite-Pause. Also wenn ihr da Hilfe braucht, gerne reinschauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder in aller Frische. Weil heute mache ich mir einen schönen Familienabend. Und in dem Sinne, haut rein.